Hallo ihr Lieben, heute gibt's meine fluffigen, leckeren, saftigen Cranberry Muffins. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen in meiner Ecke bei Annie. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's prima. Sommer ist weg, war nie da. Winter wird's. Ja, und dazu passen ganz gut unsere Cranberry Muffins. Die passen eigentlich immer, aber heute passen sie mal richtig. Gelle? Wir starten gleich zu unseren Zutaten. Für die Muffins brauchen wir Butter, Zucker, Mehl, Backpulver, Milch, Cranberries. Ich habe jetzt diese getrockneten. Ihr könnt auch frische nehmen. Oder TK-Ware, müsst ihr es halt nur auftauen, ne? Könnt aber auch ein anderes Obst nehmen. Dann benutze ich noch Vanilleextrakt. Den benutze ich von Wilton. Dazu verlinke ich euch unten den Link. Ja, und dann, aber ihr könnt ihn auch weglassen. Also, es ist kein Muss. Aber ich stehe voll auf diesen Vanillegeschmack. Und ein Ei und natürlich die süßen Muffinförmchen. Ja, ne? Wir starten gleich. Leute, mein Mixer, er lebt wieder, es lebt, yeah! Weil ich habe ein Ersatzteil bestellt, ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, letztes Mal ist mir der Mixer gestorben. Er ist wieder auferstanden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir rühren jetzt die Butter mit dem Zucker cremig. Mit meinem schönen Mixer. Ach so, vielleicht Ofen vorheizen? Kennt man ja, ne, von mir. 180 Grad Ober- und Unterhitze bitte, dabei das cremig gerührt wird. Ne? Jetzt geben wir das Ei hinzu. Ich schlage mir das erstmal in eine Schüssel auf, weil ich einfach sehen will, ob es kaputt ist, ob es nicht kaputt ist. Ob mir eventuell bei meinem Glück vielleicht so eine Schale reinfliegt. Passiert mir sehr häufig. Ja, das kommt jetzt mit hinzu. Die Milch. Und das Vanilleextrakt. Das wird wieder cremig gerührt. Okay, es ist weißcremig gerührt. Lasst es wirklich so um die 10 Minuten rühren. Also es muss wirklich, wirklich weißcremig sein und die Butter muss sich schön auflösen und Zucker und etc. Ne? Ne, 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 ne? Ja. Nun denn, meine Damen und Herren, wer bin ich? Wer bin ich? Wer war das? Wir nehmen jetzt dieses weiße Ding, Pulver, Mehl mit Backpulver. Und sieben es in die Masse rein, bitte. In die Masse rein, also nicht daneben, wie ich jetzt gerade. Dann nehmen wir uns eine Spachtel und heben das Ganze vorsichtig zu der Ei-Buttermasse dazu. Schön, bis sich alles vermengt hat, ne? So, jetzt kommen die Cranberries. Cranberries. Die tun wir auch untermischen mit der Spachtel. Boah, geil. Dieses Vanillezeug. Oh, wenn ihr mal reinriechen könnt, das riecht so Bombe.
So, ihr Lieben, ich habe jetzt mein Muffinblech. Muffinblech? Da tue ich jetzt meine Muffinförmchen rein. Ich glaube, die Masse wird so 10 bis 12 Stück ergeben. Also kommt drauf an, wie viel ihr da reinschmeißt in die Dinger. Jo, dann nehme ich mein fürs Eis Dings da. Ihr könnt aber auch einen Löffel nehmen, wenn ihr so ein Dings da nicht habt. Ja, immer einen Löffel dazu. Die kommen jetzt auf 180 Grad für circa 15 bis 20 Minuten. Macht einfach den Zahnstochertest. Einfach reinstechen, wenn er trocken ist, dann sind sie fertig. Wenn er noch nass ist oder wenn sie noch nass sind, dann müssen sie noch ein bisschen drin bleiben. Bis später. So, meine Schätzleins, ausgekühlt sind sie. Jetzt heißt's verkosten. Lecker, lecker. Wenn ihr riechen könntet, wie das duftet. Geil. Noch dieser, ne, Cranberry. Top. Der ist noch ein bisschen lauwarm. Entschuldigung. Sobald die ausgekühlt sind, sind die exquisite. Ja, das war's wieder. Für today. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bei mir in meiner Ecke. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und einen fetten Annikus an euch und tschüss.